Добрый день. Я рада вас приветствовать на Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, Sie eigentlich auf unseren russischen Messetagen, die zurzeit online begegnet werden. Mein Name ist Anisia Jevdokimova und ich bin die stellvertretende Leiterin des Komitees für Tourismus und Gastfreundschaft der russischen Verbandes Geschäfts Russland zurzeit. Erzähle ich Ihnen über die Tourismusindustrie in Russland und wie die heutige Tourismusindustrie in diesem Jahr 2020 funktioniert. Weil die Zeit eigentlich nicht einfach für uns ist. In Russland gibt es einige Einrichtungen, die zurzeit sogar die Tourismusindustrie vertreten und reguliert. Das ist die Bundesagentur für Tourismus, Rosturism in Kürze. Das ist nicht nur eine regelnde Behörde in unserer Industrie, sondern auch das ist eine Schlüsselagentur für die Entwicklung und die Weiterbringung der Russlandsmarke in der Welt. Was die Durchführung von Konferenzen in Russland, das ist das russische Kongressbüro, das Russland als Destination für Business-Events, Kongresse, Foren und Konferenzen weiterbringt. Auf der regionalen Ebene in jeder russischen Region gibt es mindestens eine Abteilung und sogar ein Ministerium für die Entwicklung des Tourismus. Und sie haben normalerweise Touristeninfozentren und auch Kongressbüros in jeweiligen russischen Regionen. Heute haben wir eine sehr gute Nachricht, dass es wird sehr wesentlich einfacher, Russland zu besuchen. Das wird mit einem E-Visum möglich. Die nationale Russpass-Plattform ist schon im Gange und wird sehr bald für alle Reisenden aus der ganzen Welt zugänglich. Dort können Sie auch Ihre Dienstleistungen buchen und wie Sie die Zeit in Russland verbringen wollen. Und Sie können natürlich dort das E-Visum für Russland beantragen. Die positive Einbarung aus den Olympischen Spielen in Sochi 2014 und die Fußballweltmeisterschaft in 2018 haben sich wirklich sehr gut geprüft als eine gute Möglichkeit, um ins unsere Land mit einem Fanpass, Fan-ID zu kommen. Das E-Visum wurde in drei Städten als getestet, in Kaliningrad, St. Petersburg und Vladivostok. Und wahrscheinlich hatten ihre Touristen die Möglichkeit, in diese Region mit diesen E-Visen zu kommen. Und da diese Erfahrung positiv war, können wir schon das für das ganze Jahr verwenden. Im Jahr 2022 können Sie schon mit dem elektronischen Visum in ganz Russland kommen. Und wir haben sogar einige Gespräche, die zu diesem Thema Ihnen näher erzählen können. 2014 und 2018 hat die Russische Föderation zwei große internationale Sportwettbewerbe in Russland durchgeführt. Und diese Wettbewerbe hatten gezeigt, wie gastfreundlich Russland ist und wie wir die Gäste aus allen Ländern der Welt bei uns empfangen können. Und ich möchte auch die deutschsprachigen Touristen und die deutschsprachigen Fans hier hervorheben, die diese Wettbewerbe besucht haben. Und ich hoffe, dass dadurch Russland ein gutes Ansehen als sichere und Destination für Tourismus sich prüfen kann. Es gibt kein anderes Land in der Welt, das so viele Klimazonen zeigen kann, von der Arktik bis zum extremen Sibirien, von Kamtschatka, wo Russland beginnt. Und heute möchte ich Ihnen in Kürze über die Regionen,
Ihnen erzählen, die im Rahmen dieser Rettmesse Ihnen präsentiert werden. Das sind nicht nur die bekanntesten Marken wie Moskau oder St. Petersburg. Und es lohnt sich natürlich nicht nur Moskau oder St. Petersburg zu besuchen, es lohnt sich sogar unser ganzes großes Land zu besuchen. Und ich beginne mit Kamtschatka. Wenn Sie auf Kamtschatka kommen, dann fahren Sie vom Flughafen, dann können Sie eine schöne Skulptur mit den Bären, wo es geschrieben steht, hier fängt Russland an. Und wir sind wirklich der Meinung, dass Russland auf Kamtschatka anfängt. Dort gibt es über 300 Vulkane und 29 von ihnen sind aktiv. Kamtschatka ist in erster Linie Ökotourismus. Das sind wirklich sehr viele eine einzigartige Natur, deinen Vulkan zu besteigen, sogar im Warmwasserbrunnen zu baden und zu schwimmen oder zum Beispiel zu angeln, entweder in den Flüssen oder auf dem Meer. Und es gibt unglaublich viele Lachsfische in den Kamtschatkas Flüssen. Und das können wir dort natürlich sehen, wie viele Lachsfischen wir dort haben. Und diese Region wird in der nächsten Zeit sogar noch zugänglicher. Dort gibt es sogar zurzeit Naturreservate. Und es ist normalerweise besser, sogar die Genehmigung für den Besuch von diesen Naturreservaten vorauszubekommen. Dann müssen Sie etwa 10 oder mindestens 10 Tage von diesem Besuch beantragen. Das Gebiet Murmansk. Gebiet Murmansk ist die das Nordtor der russischen Regierung, ist das Tor in dieser Region. Können Sie die Nordlichter genießen? In dieser Region ist natürlich sogar möglich, sogar sehr komfortabel und bequem in Murmansk untergebracht zu werden. Und dort können Sie mit der arktischen nördlichen Natur der russischen Föderation bekannt werden. Wenn Sie Murmansk besuchen, dann können Sie ihn sogar mit den Meeresschiffen machen. Jetzt besprechen wir gerade eine neue Route für Passagierschiffe mit den Betreibern aus Norwegen und Skandinavien. Tula, das ist eine Region im Zentrum Russlands. Tula befindet sich nicht weit von Moskau. Und es ist sehr bequem, sogar mit der Eisenbahn zu erreichen aus Moskau. Tula ist natürlich die Heimat der russischen Waffen. Das ist die Region und die Stadt mit der innovativsten Museum der Waffen. Leo Tolstoi, Ivan Turgenev, Schukowski, Bunin, die lebten in Russland. Es ist nicht nur das Land der russischen Literatur und dazu noch auch die industrielle Region der russischen Föderation. Und es lohnt sich, diese kleine Stadt sogar für einen Tag oder für ein paar Tage zu besuchen, wenn Sie nach Moskau kommen. Ich empfehle Ihnen sogar ein paar Tage dem Gebiet Tule zu gewinnen. Republik Buryatien, das ist eine Bergrepublik und liegt in Ostsibirien. Und von Buryatien beginnen wir uns mit den Regionen uns bekannt zu machen, durch die die transsibirische Eisenbahn geht. Der Bau der transsibirischen Eisenbahn, die unterschiedliche Regionen der Russischen Föderation verbunden hat, war sehr bedeutend. Und die Hauptstadt von Buryatien ist Ulan-Ude. Und an der Grenze der Republik befindet sich der Baikalsee, der allen sehr gut bekannt ist. Wenn Sie Buryatien besuchen, dann werden Sie unbedingt mit den nationalen ethnografischen Objekten bekannt. Und wir können natürlich die einzigartige Natur der Russischen Föderation genießen. Und ich glaube auch daran, und ich bin dessen sicher, dass Sie den Baikalsee unbedingt besuchen sollen. Novosibirsk. Novosibirsk ist eine der
heute schon die Heimat der intellektuellen, des intellektuellen Gedanken-Aids ist. Die, sogar die akademische Stadt in Novosibirsk ist auch sehr bekannt. Novosibirsk liegt auch auf der transsibirischen Eisenbahn und die Stadt entwickelte sich während des Baus der transsibirischen Eisenbahn und davon zeugt die Eisenbahnbrücke im Zentrum der Stadt und das war gerade auf dem Foto. Republik Tiva. Die Republik Tiva befindet sich an der Grenze zu Mongolei. Und jetzt gehen wir in den anderen Teil der Russischen Föderation, wo sie sich mit den Steppen und mit einer ganz anderen Natur bekannt machen können. Dort gibt es sogar ein Naturreservat, heißt Obnosurskaya Kotlovina. Und gerade dort gibt es wirklich einzigartige Tiere, die zurzeit im Russischen Roten Buch sind. Zum Beispiel die Manulen oder Mirbissen sind dort zu sehen. Der bekannteste Fluss in Tiva ist der Jenisei-Fluss. Jenisei ist natürlich eine Bekanntschaft mit den russischen Flüssen. Sie müssen unbedingt auf den Jenisei angeln gehen und dadurch können Sie verstehen, wie unterschiedlich Russland sein kann und wie unterschiedlich ethnografisch Russland ist. Wenn Sie sich mit den Tuwinern bekannt machen, ist es sogar eine besondere Zeit in Ihrer Reise. Samara. Diese Stadt wurde der Stadt sehr bekannt, nachdem sie 2018 in der Liste der Städte der FIFA 2018 Städte aufgenommen wurde. Samara ist die Hauptstadt des Weltraums in Russland. Dort gibt es ein einzigartiges Museum mit den Exponaten der russischen Weltraumschiffen. Samara befindet sich auf der mittleren Wolga. Und die Wolga ist nicht nur schön, die sie wirklich inspirieren kann, aber die Schiguli-Berge sind auch eine weltbekannte Marke. Das Region Samara führt sogar jedes Jahr ein Festival der Autorenlieder in Grushino. Und dieses Liedfestival ist auch sehr populär bei den ausländischen Touristen. Region Tümen ist auch sehr bekannt und bekannt in der ganzen Welt mit seinem Ölgeschichte. Dort gibt es Möglichkeit für führende russische Ölfirmen, das Erdöl zu gewinnen. Dort gibt es sogar eine Sonderroute, die schwarze Gold von Sibirien heißt. Und jetzt ist es sogar möglich, dort ganz neue Straßen dort genießen oder sogar am Ufer des Flusses spazieren gehen. Dort gibt es auch Thermalquellen. Es gibt eine Reihe von solchen Thermalquellen dort im Gebiet Tümen und sogar die Zarenroute zu gehen. Und Tümen ist sogar ein Tor für Sibirien, für Sie, wenn Sie gerade mit dieser Region beginnen, sich mit Sibirien bekannt zu machen. Oder zum Beispiel Bundesbezirk der Nenzen. Das ist dort, wo die kleinste Anzahl der Einwohner in Russland. Sie können sich dort gerade mit dem Leben bekannt machen, das in Russland sogar vor 100 Jahren üblich war. Und dieser Bezirk ist sogar ethnografisch, ökologisch sehr bekannt. Und die Hauptstadt ist Narjan-Mark. Und die Bundesbezirk der Nenzen befindet sich sogar im extrem Norden Russlands. Können Sie nicht nur die Meeren im Norden besuchen, sogar den nördlichen Ozean. Und sogar die Nordlichter sind dort oft zu sehen.
Sankt Petersburg ist natürlich eine sehr bekannte touristische Marke. Wahrscheinlich kann ich Ihnen nichts Neues über diese einzigartige Stadt Ihnen erzählen. Dort gibt es die Ermitage, Peterhof, es gibt sogar wirklich sehr viele UNESCO-Objekte und die Brücke gehen auf die Neva-Fluss gehen auseinander. St. Petersburg hat sogar weiße Nächte, weil die Stadt auch im Norden Russlands liegt. Und natürlich im Juni ist natürlich die höhepunktische Saison. Dann können Sie die weißen Nächte, die auseinandergehenden Brücke genießen und sogar alle Museen und Sehenswürdigkeiten besuchen. Und die Zeit ist sehr bequem. Aber wir laden Sie nach St. Petersburg im Winter ein. In dieser Zeit gibt es nicht besonders viele Touristen dort. Sie können wirklich die echte russische Gastfreundschaft genießen und wahrscheinlich können Sie den Besuch von Petersburg mit unseren arktischen Regionen verbinden. Es ist möglich, von St. Petersburg nur in 2 Stunden mit dem Flugzeug Murmansk zu erreichen. Heute habe ich das touristische Potenzial der Russischen Föderation Ihnen präsentiert. Deswegen muss ich unbedingt Ihnen noch weiter sagen, wie Sie diese Dienstleistungen für Ihre Reise in Russland buchen können. Aber davon etwas später. Und jetzt zeige ich Ihnen gerade die Karte der russischen transsibirischen Eisenbahn, die Sibirien und Zentralrussland verbindet. Die Reise auf der transsibirischen Eisenbahn kann sogar mit dem Zaren-Express gemacht werden, oder Sie können mit einem ganz normalen Zug fahren, oder Sie können nur einen Teil dieser Route mit dem Zug fahren und den Rest mit dem Flugzeug. Aber es ist wirklich eine einzigartige Bekanntschaft mit der längsten Eisenbahn in der Welt. Wenn wir davon reden, wie die Dienstleistungen zu buchen sind, Sie können die mit den weltbekanntesten Reiseveranstaltern haben wie TUI oder Thomas Cook. Sie können sogar mit lokalen Reiseveranstaltern arbeiten, die eigentlich auf dem Einreisetourismus konzentriert sind. Und Sie werden natürlich Ihre Präsentation während dieser Messe für Sie machen. Außerdem können Sie natürlich Reiseaggregatoren und Online-Marketplaces nutzen, um Ihre Reisen zu buchen. Solche Aggregatoren für Hotels, für Transportdienstleistungen und für Tourdienstleistungen werden im Rahmen dieser Messe Ihnen vorgestellt. Und jetzt möchte ich ein paar Worte über einen neuen Aggregator Ihnen erzählen, den wir gerade ins Leben rufen. Und dieser Aggregator heißt Biletarium. Das ist die Plattform, wo Sie Tickets für russische Museen buchen können und natürlich sogar Tickets für Ihre Gruppen beantragen. Wenn Sie zum Beispiel eine Gruppe von Touristen haben, dann können Sie natürlich dort einen Account bekommen und sogar eine Tour in einem Museum bekommen oder sogar einen Reiseführer oder einen Dolmetscher für die Museen in Russland auf Biletarium buchen. Biletarium passt sehr gut für die Arbeit mit ausländischen Partnern und geht eigentlich im vollen Gange im ersten Quartal 2021. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie die Zeit heute gewidmet haben, das Potenzial der Russischen Föderation weit mehr zu erfahren. Und wie war mit uns diese 20 Minuten? Wir warten darauf, wenn die Grenzen wieder aufgemacht werden und wir bereiten die Russische Föderation für Sie vor und die St. Petersburg hat eine gute Erfahrung schon gemacht mit dem Safe Travel Protokoll und Sie können natürlich die Touristen in Russland ökologisch und sicher empfangen und wir hoffen darauf, dass Sie bald nach Russland kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.